Deutscher Schauspieler und Synchronsprecher Horst Naumann starb am 19. Februar im Alter von 98 Jahren. Er spielte in mehr als 150 Film- und Fernsehproduktionen mit. Seine bekannteste Rolle war die des Schiffsarztes, Dr. Horst Schröder, in der ZDF-Reihe Das Traumschiff. Deutsche Schauspielerin, Sängerin, Synchronsprecherin und Schriftstellerin Johanna von Kokzian starb am 10. Februar im Alter von 90 Jahren. Insgesamt spielte sie in mehr als 84 Filmen und Fernsehserien mit. Den Durchbruch schaffte sie in Kurt Hoffmanns Wir Wunderkinder an der Seite von Hans-Jörg Felmy. Zu sehen war sie zudem in der erfolgreichen ARD-Serie Stewardessen. In den 1970er Jahren hatte sie große Erfolge als Schlagersängerin und trat regelmäßig in der ZDF-Hitparade auf. Deutscher Fußballspieler und Trainer Andreas Brehme starb am 20. Februar im Alter von 63 Jahren. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft 1990, bei der er im Finale per Elfmeter den Siegtreffer erzielte. Insgesamt bestritt Andreas Brehme 86 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Deutscher Schauspieler und Rapper Pablo Grent starb am 6. Februar im Alter von 26 Jahren. Er war Mitglied des bekannten Schöneberger Rap-Kollektivs BHZ. Ab 2015 stand er für Kino- und TV-Produktionen vor der Kamera. Seit 2020 war er in der Rolle des Kriminaloberkommissars Günther Marques im Polizeiruf 110 Magdeburg zu sehen. Deutsche Sängerin Tina Reinfort starb am 23. Februar im Alter von 77 Jahren. Den Durchbruch schaffte sie Mitte der 70er Jahre mit ihrem Hit Silver Bird. Der Song wurde ein weltweiter Erfolg und verkaufte sich millionenfach. Deutscher Rockmusiker Fritz Puppel starb am 10. Februar im Alter von 79 Jahren. Fritz Puppel gründete City, eine der wichtigsten Rockgruppen der DDR, 1972 zusammen mit dem Schlagzeuger Klaus Selmke. Er spielte dort Gitarre und komponierte zahlreiche Hits der Band. Deutscher Stabhochspringer Fabian Schulze starb am 25. Februar im Alter von 39 Jahren. Er wurde Vierter bei der Hallenweltmeisterschaft 2006. Deutscher Dramatiker und Regisseur René Paul Lesch starb am 26. Februar im Alter von 61 Jahren. Er schrieb über 200 eigene Stücke und inszenierte sie selbst. Deutsche Dressurreiterin und Unternehmerin Gabriela Grillo starb im Alter von 71 Jahren. Sie zählte zu den erfolgreichsten Dressurreiterinnen ihrer Zeit. Bei den Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal gewann sie die Goldmedaille in der Dressurmannschaft. Deutscher Politiker Alois Glück starb am 26. Februar im Alter von 84 Jahren. Er war von 1970 bis 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags und von 2003 bis 2008 Präsident des Parlaments. Deutscher Maler Karl Horst Hoedicke starb am 8. Februar im Alter von 85 Jahren. Deutscher Soziologe und Sozialphilosoph Oskar Negt starb am 2. Februar im Alter von 89 Jahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button.